Sehr geehrter Herr Thiel, nur noch drei Fragen für den Volksfreund. Was wird das erste Projekt sein, wenn Sie wiedergewählt werden? Das erste große Projekt ist zunächst mal eine Mitarbeiterbesprechung, um dann halt eben das nächste Jahr zu planen, wo wir unsere Schwerpunktaufgaben dann nochmal definieren werden. Es stehen einige Neubesetzungen im Haus an, die haben wir ganz bewusst bis nach der Landrätinnenwahl ausgesetzt. Da geht es vom Büroleiter bis zu anderen verantwortlichen Positionen. Das wird das erste sein, was ich gemeinsam mit den Führungskräften im Hause und auch mit dem Personalrat dann diskutieren werde. Ein wichtiges Thema in Ihrem Wahlkampf ist der Fortbestand des Landkreises Vulkaneifel. Was wollen Sie dafür tun, dass es den Landkreis Vulkaneifel auch noch in 20, 30, 50 Jahren gibt? Von einem Landrat kann man erwarten, dass er die Risiken der Zukunft erkennt und dass er auch den Wählern auch direkt seine Bedenken äußert, was da an Hemmnissen dann und Herausforderungen dann auf der Agenda steht. Als Landrat muss man in der Lage sein, Mehrheiten zu finden, Mehrheiten zu generieren, um diese dann auch in Beschlusslagen dann durchzusetzen, um Risiken zu minimieren. Das Land Rheinland-Pfalz hat sich selber in die Pflicht gebracht, eine Kommunalverwaltungsreform nächstes Jahr im Sommer zum Abschluss zu bringen. Das, was noch da fehlt, ist eine Kreisreform. Bei einer Kreisreform ist ein kleiner Landkreis wie der Landkreis Vulkaneifel oder Cochem-Zell natürlich dann auch mit aufgerufen. Die Pläne stehen schon fest und ich habe schon an der Oberen Kyll bewiesen, dass ich dem Spannungsbogen äußerer politischer Einflüsse widerstehen kann. Mit meiner freien, mehrheitsbildenden Politik bin ich in der Lage, auch in Mainz dann politisch Akzente zu setzen, um da noch Einhalt zu gebieten, die ganzen Entscheidungen noch mal anders zu steuern. Und ich werbe dann um Unterstützung, dass wir dann gemeinsam dann auch über die Landtagswahl Entscheidungen treffen, die uns in Zukunft es noch ermöglichen, dass wir den Landkreis selber hier verwalten und gestalten können. Dritte Frage, welches werden die drei wichtigsten Projekte sein, die Sie nach Ihrer Wahl anpacken werden? Natürlich sind wir jetzt unter der Last des Coronavirus in der Pandemie zunächst mal auf Stabilisierung aus. Aber die Corona-Pandemie führt natürlich in der Wirkung auch zu gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Veränderungen. Diese Veränderungen selber werden sich auf alle Ebenen der Gesellschaft auswirken. Bis in die Familien hinein werden wir um die Zukunftsfähigkeit der Arbeitsplätze, der Wirtschaft kämpfen müssen. Es werden Gründungsinitiativen kommen, es werden Menschen arbeitslos werden, wo wir Bildungsangebote gestalten müssen. Das wird der erste Schwerpunkt sein für das Jahr 2021/22. Dann reden wir über die Digitalisierung und den Strukturwandel im öffentlichen Miteinander. Und das Allerwichtigste, was jedem auf dem Herzen liegt, ist natürlich der Erhalt unserer ärztlichen und klinischen Versorgung, das heißt der Gesundheitsversorgung im Landkreis Vulkaneifel. Ich kämpfe seit anderthalb Jahren um den Fortbestand unserer zwei Krankenhäuser und ich bin zuversichtlich, dass ich auch Konzepte und Instrumente habe, dass wir uns auch klinisch hier weiter stärken werden, dass wir ein starkes Krankenhaus im Landkreis Vulkaneifel behalten.